So, willkommen auf YouTube zur nächsten Folge meines Single Let's Plays. Wir versorgen jetzt hier zwischendurch auch noch mal ein paar Produktionen mit bisschen Bienenstock und Leerpalette, weil wir es können. So, aber bevor wir jetzt zurückfahren, können wir ja hier von der Produktion noch ein bisschen was mitnehmen, weil wir haben jetzt 36 Plätze frei. Honig 6 und Pfirsich 30. So, wenn wir ja gerade mal hier sind, nehmen wir 150.000 mit. So, einmal zurück zu Lück, oder wie hieß das? Er hier ist jetzt voll. Wir brauchen dich nirgendwo, also nehmen wir ihn raus aus dem Cycle. Steht ja bereit zur nächsten Füllung. Er fährt fleißig. Und schon haben wir wieder eine Runde rum. Und jetzt kommen wir zum, ja, selber Beete fahren. Ja, wie eine Maus. Das Dropside-Pack ist tatsächlich einfach empfehlenswert. So, hier auf dem oberen Stück werden wir jetzt das Problem haben mit dem Beetefahren, dass die Beete einfach zu kurz sind. So, mit dieser Spannweite fahre ich die Beete, ne, in die dritte, also in die dritte Bahn fahre ich rein. Das ist dann natürlich jetzt diese hier. Ich lasse das Rohr draußen, weil in der Theorie fährt er mir jetzt hinterher und bleibt auch hinter mir. Das ist zumindest so der Gedanke dabei. So, für diejenigen, die es beim letzten Mal nicht mitbekommen haben, ne? Der Hintergrund hat sich jetzt etwas verbessert, weil ich jetzt umgestiegen bin auf so einen Elgato Green Screen, den man an der Decke aufhängt, und der funktioniert tatsächlich richtig, richtig gut. Moin Stefan und danke für dein Abo jetzt schon im dritten Monat. Und das mit Prime-Abo, das muss man erstmal hinkriegen. Vielen Dank. Ja, und viele wissen, für mich ist ein Prime-Abo was ganz Besonderes. Und für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, ein Abo für ein paar Euronen kann man jedem schenken. Und so viele wie man will, kann man davon verschenken. Aber jeder hat nur ein Prime-Abo. Somit fühle ich mich geehrt, dass du das bei mir lässt. Vielen Dank. Oh, habe ich eben gar nicht mitbekommen. Chroma, danke für 300 Bits. Ich sehe das gerade so am Rand. Ich hatte das hier mal für die Verwendung des Head-Trackings, habe ich das hier im OBS umgetauscht, dass ich den Stream-Chat hier näher lese, weil ich da ja häufiger reingucken muss. Und jetzt fällt das nicht mehr so direkt ins Auge, wenn was ist. Aber das heißt, ich habe auch eben keinen Sound gehört. Warum habe ich denn keinen Sound gehört? Da kommt mit der Arbeitsbreite, der Geschwindigkeit und der Feldlänge oder Kürze in dem Fall, kommt der nicht so ganz zurecht, würde ich sagen. Danke, Stefan. Das freut mich, dass du das so siehst. Ich meine,
Generell mache ich das ja hier mit dem Streamen und dem Modden und so weiter. Mache ich, weil es mir Spaß macht. Würde es mir keinen Spaß machen, würde ich damit aufhören. Aber generell darf man auch nicht außer Acht lassen. Ich verdiene mittlerweile Geld damit. Na, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt aufhören könnte zu arbeiten. Aber ich verdiene Geld damit. Tatsächlich sind es mehr als 200 Euro pro Monat. Und das ist schon viel für ein Hobby. Na, deswegen habe ich jetzt auch hier Gewerbe angemeldet und sowas und warte jetzt auf die nächsten, auf die nächsten Schritte von meinem Steuerberater und muss noch was zusammenstellen und das wird jetzt alles nochmal Arbeit, ne? Aber es ist mit Zahlen jonglieren, das mache ich ja gerne. Ja, und insofern, ja, ich verdiene damit Geld, aber in erster Linie hoffe ich, dass es, ne, bin ich immer noch der Meinung, es muss mir Spaß machen. Das ganze Geld würde mir nichts nützen, wenn es keinen Spaß macht. Insofern, danke Groma auch nochmal für das Verschenken von 5 Subs hier auf meinem Kanal. So, du fährst sowieso weg. Er ist immer noch bei 4. Das liegt daran, weil die meisten mittlerweile gut was haben. Ihn brauchen wir jetzt nicht mehr. Er ist wieder zurück und wird nicht gebraucht, weil Stroh haben wir noch nicht. Und er hat hier abgegeben. So, was haben wir denn jetzt hier? Stroh können wir nicht liefern. Aber wir können jetzt hier mal Zucker zum Aldi liefern. Das heißt, wir sagen hier Lagerabholung. Und dann gehen wir hier einmal ganz runter. Verkaufsstellen Aldi. Und zwar sind das 483.000 Liter Zucker. Und auch nochmal 285.000 Liter. Also auch nochmal, ne, 300.000 Liter passen ja hier drauf. Auch nochmal fast ein ganzer LKW von da. Das heißt, es sind 3 LKW-Ladungen voll mit Zucker. Und das ist Hammer. Genau, der Monte. Es macht mir Spaß. Es macht mir mega Spaß. Ich bin im Moment ein bisschen überlastet, weil ich mir ein bisschen zu viel gleichzeitig zugetraut habe mit, ne, ich habe was für die, was ich für die Farming Agency mache. Dann habe ich was, was ich, ne, hier das mit dem Object Hider und die Ampel und, ne, also aktuell, ich habe es ein bisschen übertrieben. Es ist alles ein bisschen viel auf einmal, ne? Hier lagere ich jetzt einfach alles aus, weil ich lasse ihn jetzt einmal, ich lasse ihn jetzt so lange im Kreis fahren, bis hier nichts mehr steht. Und dadurch, dass er jetzt mehr auslagert, wenn er nachher wieder hierhin zurück ist, weiß ich, ach, es war Zucker. Weil ich habe ja gleich nicht mehr genug da drin, um das noch zu sehen. Na, und er ist ja jetzt fast 5 Minuten unterwegs. Aber das wird eine richtig coole Sache. Genau. Na, ich möchte nur. Na, also es, ja, es macht Spaß und ja, ich verdiene Geld damit. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ne? Weil, ne? Dieser Gedanke, ne, jetzt, er könnte ja jetzt zum Beispiel auch einfach nur Updates raushauen, um Updates rauszuhauen oder sowas. Das könnte natürlich, das könnten Leute natürlich meinen. Aber ich sehe das so. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, Updates zu machen. Ne? Entweder ich mache ein Update um des Updates willen oder ich mache ne? Oder ich mache ein Update, weil da was drin ist, was wirklich interessant ist. So, ich habe zum Beispiel auf der Liste für den Autoloader noch 20 gute Ideen. Coole Ideen. Manche von mir, manche von irgendwelchen Usern, die gekommen sind in YouTube-Kommentaren, manche im Discord, manche auch so beim Schnacken oder einfach, weil ich in einem. Weil ich auf dem Twitch war, wo, ne, wo man so ins Gespräch kam oder hier, hör mal, das wäre doch noch cool. Ne? Wenn ich die jetzt alle umsetze, dann bin ich Mitte nächsten Jahres. Und dann gibt es bis Mitte nächsten Jahres nichts anderes. Und das ist doof. Ne? So, deswegen versuche ich ein paar Sachen, die cool sind, umzusetzen und dann schauen wir mal, wie es im, ne, was man dann fürs nächste Mal macht. So, wenn man es
Ist doch schön, wenn du deine ganze Arbeit hauptsächlich für uns User und Zuschauer machst, auch noch honoriert wird. Ja, richtig. Na, was Besseres kann mir ja gar nicht passieren. Ich meine, das ist mal eine Sache, da muss man drüber nachdenken. Ich werde fürs Spiel, ne? Streng genommen, ich werde fürs Spielen bezahlt. Ne, weil, streng genommen, ne, das heißt ja, ne, fürs Modding darf ich ja kein Geld nehmen. Ne, das ist, hat Giants ja so festgeschrieben. Ne, Mods müssen und immer und überall kostenlos sein für die User. Ne? Also, ich verdiene streng genommen Geld mit Spielen. Ich werde fürs Spielen bezahlt. Wie geil ist das denn? Ja, gut, ne? Ja, es macht doch Spaß, euch die Sachen hier zu zeigen, die ich rausgefunden habe zum Beispiel und sowas. Das macht mir auch wirklich dazu noch Spaß. Also ist jetzt nicht so, dass das kein, dass hier irgendwas aus dem Hut zaubere. Das ist zum Beispiel der Grund, mit einer der Gründe, warum es letzte Woche Freitag keinen Modding-Stream gab. Ich wusste einfach nicht, was ich euch zeigen kann. Also habe ich euch nichts gezeigt. So einfach ist das. Klar habe ich, ne, das heißt aber auch, ich habe mir keine Abos verdient, ich habe keine Subs verdient, ich habe keine neuen Zuschauerrekorde verdient, weil ich habe nicht gestreamt. Aber ich mache das Streamen ja nicht, um Geld zu verdienen, sondern ich streame, weil es Spaß macht und das Geld kommt dazu. Und im Gegensatz zu anderen Streamern und YouTubern möchte ich das nicht heimlich tun. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich da Geld dran verdiene. Ich möchte damit offen umgehen, weil ich diese Offenheit aus anderen Bereichen meines Lebens festgestellt habe, eben diese Offenheit und Ehrlichkeit ist etwas, das ist wichtig. Ja, und das bringt einen unterm Strich immer weiter, als wenn man Dinge verheimlicht. Das heißt nicht, dass man immer alles erzählen soll, weil, ne, manche Sachen sollte man lieber nicht erzählen und so. Gucken wir doch mal schnell hier nach. Was sagt denn hier unser... Guck mal, 99% überall. Und das Problem ist wie immer der Dünger. Aber lass mich mal kurz gucken hier auf meine Liste. Das hier ist ein Feld, das habe ich ohne Dünger gesät, dann gewalzt und im nächsten Monat gespritzt und gedüngt. 99%. Ich habe ab Feld 42, also hier ab Lavendel, Hirse, Hopfen, habe ich das anders gemacht. Fährst jetzt wieder zurück, weil du denkst, jetzt ist das Feldende? Ach, du kannst mich doch mal. Boah. Ja, so. Unterm Strich ist das natürlich auch der Grund, warum hier, als hier unser Micha aus D angefangen hat zu streamen und mich gefragt hat, darf ich bei dir Werbung schalten, oder auch als er Fragen hatte oder sowas, warum ich diese beantwortet habe. Weil prinzipiell, er streamt von der NF Marsch, er streamt LS. Man könnte ihn ja auch als Konkurrenz ansehen. Na klar, einige werden jetzt sagen, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Am Arsch. Ne? Ich sehe ihn nicht als Konkurrenz. Ne? Und der Grund, warum ich zum Beispiel nicht donnerstags streame, ist nicht, weil ich nicht mit Daniel auf konkurrieren will, sondern weil ich mir den Stream von Daniel meistens selber angucke. Ich kann mir nicht den Stream angucken und selber streamen. Wie soll ich denn das machen? Ist ja wahnsinnig. Da sind wir mal gespannt, wie viel da rauskommt.
Ja, Abu, da hast du recht, ist nicht mehr selbstverständlich, aber wie sagt meine Frau immer so schön zu mir, ich war schon immer anders als andere. Ne, du darfst, achso, ne, du darfst ruhig mitkommen, Willkommen aber in Ihrem Fen. wir gehen jetzt hier in die nächste. Eins, zwei, drei. So, die hier sind noch nicht ganz so lang. Das ist also, das kriegen wir auf jeden Fall in einem Rutsch hin, denke ich. So, der müssen uns jetzt gleich nachfahren. Tank war leer. Schaffen wir bis zum Ende. Na? Ja. Meine Frau sagt auch immer, du bist ein bisschen verrückt. Und dann sage ich, das bisschen nimmst du sofort zurück. Weil das bisschen ist gelogen. Ziemlich verrückt. Gute Nacht, Micha. Richtig, richtig. Na, man muss natürlich aus zwei verschiedenen, ich muss natürlich immer aus verschiedenen Blickwinkeln gucken, ne? Ich persönlich bin ausgebildeter Programmierer und ausgebildeter Elektrotechniker. So, wenn ich mir jetzt angucke, was andere Modder so an Skripten schreiben, da stehen mir die Nackenhaare zu Berge. Rein beruflich gesehen. Wenn ich sehe, was Giants da so für Sachen in ihren Quellen drin stehen hat, da stehen mir die Nackenhaare zu Berge. Weil dafür würde ich bei mir auf der Arbeit erschossen werden, wenn jemand rauskriegt, dass ich sowas mache. Ne? Man muss aber auf der anderen Seite sagen, die Leute, die hier Skriptmodding betreiben, also Modder, die sind zwar nicht wie ich, aber die machen das wie ich, weil es ihnen Spaß macht und das Hobby und nicht aus Beruf. Ja, jo, unterhaltsam, ne? Ja, ich war schon auf der Schule immer der Pausenclown. Ja, Pausenclown, Klassenclown. Das kann ich gut. Ja, die Leute bei Giants sollten Fachleute sein. Ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass die Leute bei Giants keine Fachleute sind. Dieses Urteil kann ich mir nicht erlauben, weil ich kenne diese Leute nicht. Ich kenne diese Leute nicht, ich habe nicht mit ihnen gearbeitet. Ich kann sie fachlich nicht beurteilen. Was ich beurteilen kann, sind einige Codestellen, wo sich mir eben die Nackenhaare kräuseln. Na, da fallen mir die Fußnägel aus. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, wer bei Giants für diesen Teil verantwortlich ist. Also kann ich nicht sagen, die Entwickler bei Giants sind scheiß. Blech? Ah, Claire hat noch gerettet. Claire hat noch jugendfrei geblieben, ne? Weil das muss nicht so sein, dass das die Entwickler bei Giants sind. Denn überlegen wir mal, gucken wir uns mal zum Beispiel die Texturen an, die wir jetzt hier im LS22 haben. Ne? Also zum Beispiel die neuen Fruchttexturen. Ja, es ist ein, ne, das Fruchttexturensystem wurde geändert, deswegen passen die alten Früchte nicht mehr, aber guckt euch das Texturensystem an und vergleicht es mit dem 19er. Es ist richtig, richtig geil. Ne, guckt euch an, dieses Occlusion Shader und dieser Tiefen Shader, den es jetzt für die Gebäude gibt, wenn sie benutzt werden, ist das richtig, richtig geil anzusehen. Und diese Effekte und das für so wenig Ressourcen, die dafür verwendet werden, richtig, richtig genial. Das können keine Laien programmieren. Und die Engine ist ja von Giants selber programmiert. Die haben ja ihre eigene Engine. Ne? Also kann es nicht sein, dass da nur Deppen rumlaufen. Das geht einfach nicht. So, aber als Außenstehender kann man nicht entscheiden, ob das jetzt das, wo sich mir die Nackenhaare kräuseln, ist das die Tat eines Einzelnen oder ist es etwas, was über die Zeit so gewachsen ist, umgestellt worden ist und deswegen jetzt noch so ist. Willkommen in Ihrem Fen. Ne? Das kann ich Giants nicht ankreiden, weil das kann ich nicht beurteilen.
Was ich wohl beurteilen kann, ist, dass ich bereits Fehlermeldungen seit 3, 4, 5, 6 und teilweise seit 7 Monaten bei denen als Feedback gemeldet habe und ich kriege keine Reaktion und nichts davon, nichts davon ist bis jetzt behoben. Ha? Die Bäume backen immer noch im Boden fest und es gibt keine Erklärung, die ich dafür kriege. Ich habe immer noch keine Möglichkeit, vernünftig über die Number Shaders bzw. über die Schrift Shaders irgendwelche Schriften an die Wand zu klatschen, weil mir einfach die Äs, die Üs, die Ös und so weiter fehlen. Mal geschweigen von den ganzen chinesischen, taiwanischen, japanischen und kyrillischen Schriftzeichen. Fehlt immer noch. Ne? Und der Hammer ist ja, immer noch gibt es keinen, hat der Baumwollquader-Rundballen kein CPU-Mesh-Häkchen. Korrektur ist, Giants Editor öffnen, Häkchen setzen, speichern, klar. Ja, der Spanngurt läuft dann nicht über, sondern dran vorbei. Das heißt immer noch unten drunter. Aber die Warning ist weg. Gemeldet das erste Mal im Forum. Da wusste ich noch nicht, dass es ja diese Feedback-Seite gibt. Im Dezember letzten Jahres. Ne? Auch im Discord. Im Dezember letzten Jahres. Ne? Weil keine Reaktion kam, keine Besserung kam, im Mai über Feedback gemeldet. Behoben bis jetzt, Fehlanzeige. Aber der Autoloader, der diese Woche online kommt, den es ja jetzt als Beta gibt, der kann Quaderballen laden, Baumwollquaderballen, aber Vorsicht, die Original-Baumwollquaderballen von Giants machen Warnings und dagegen kann ich nichts tun. Das muss Giants fixen. Und jeder, der mir dieses als Fehlermeldung schickt, bekommt von mir die gleiche Antwort. Nämlich die URL vom Feedback von Giants. Bitte da melden. Na, vielleicht schreibe ich auch noch einen kleinen Text, wie man schreiben soll. So, hier haben wir Zucker. Jetzt ist hier natürlich kein Zucker mehr drin, nehme ich mal an. Nee, hört bei Babywurst auf. Dann kann er jetzt ihr mal wieder zum Aldi fahren. Danach fährt er aber nicht zur Lagerabholung, sondern dann zur Zuckerfabrik. Zuckerfabrik, Abholung, Paletten. Kann er nämlich direkt dann so rum da abholen fahren. Er hier fährt immer noch und wir sind schon wieder hier. Unser Abfahrer ist nicht da. Oh, der kühlt schon noch. So, jetzt haben wir mich eine ganze Menge ausgekotzt und so ein paar Worte über die Silver Run Forest. Die finden wir dann auch noch in der nächsten Folge. Vielen Dank aufs Reinschalten. Vielen Dank fürs Reinschalten auf YouTube. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.